Darüber wollen wir sprechen, Professor Zimmermann. Wir haben viel über Venezuela gehört. Was hat Brasilien von dem Besuch seines Präsidenten bei Trump? Ja, also es gibt ein paar kleinere Vereinbarungen für Brasilien. Es ist nicht gerade viel rausgekommen von dem, was man hier gehört hat. Eine Sache ist eben diese Bezeichnung als Nicht-NATO-Verbündeter, was Brasilien erlauben würde, einfacher Waffen aus den USA zu beziehen. Das andere ist eben sozusagen der Imagegewinn, den man versucht, über den Besuch des neuen Präsidenten bei Trump zu erzielen. Eine dritte Möglichkeit wäre, man wird sicher auch über Venezuela gesprochen haben, und die USA hatten ja angedeutet, ja, zumindest Trump hat angedeutet, ja, einer militärischen Intervention nicht unbedingt auszuschließen. Brasilien ist da sehr, sehr vorsichtig und sehr kritisch gegenüber so einer Option. Also zumindest wird man versucht haben, da sich abzusprechen und da auch Brasiliens Bedenken bekannt zu geben. Welchen Stellenwert hat denn Brasilien in Trumps Welt verglichen mit anderen lateinamerikanischen Staaten? Ja gut, es ist der größte Staat in Lateinamerika. Insofern ist es schon ein wichtiges, mögliches Land. Es ist ja auch ein Land, das ja auch sehr starke Handelsbeziehungen hat nach China. Also China hat als Handelspartner ja die USA schon seit Längerem überholt in Brasilien. Insofern ist es auch ein Dominostein in diesem, ja, Ringen zwischen den USA und China um eine Vormachtstellung weltweit. Und der brasilianische Präsident hat es ja mehrfach gesagt, er bewundert die USA, er bewundert, zumindest sagt, ja, er das, auch Trump. Wie wichtig sind die USA für Brasilien? Na gut, die USA haben ja schon traditionell seit 200 Jahren immer wieder starken Einfluss in Lateinamerika genommen. Es ist allerdings kein Zufall, dass, ja, wie ja auch erwähnt wurde, er jetzt seit langem der erste amerikafreundliche Präsident ist. Denn gerade Brasilien hat eben als dominante Macht in Lateinamerika diesen Einfluss der USA immer sehr kritisch gesehen. Und ja, ich glaube, es gibt auch noch sehr starke Bestandteile innerhalb der Bolsonaro-Regierung, die diese Bewunderung für die USA nicht teilen, gerade das Militär. Insofern, ja. Welche Erwartungen weckt das denn jetzt bei den Menschen in Brasilien? Denken die, sie kriegen jetzt mehr, was weiß ich? Na gut, das eine, was ja ein Ergebnis des Gipfels war, war die Visafreiheit für Amerikaner in Brasilien. Ich glaube, die Brasilianer werden sich keine Hoffnungen machen, dass sie Ähnliches von Trump bekommen werden. Also allzu viel dürften die Brasilianer hier nicht von diesem Besuch erwarten. Es ist halt für Bolsonaro, und der Besuch erinnert mich auch ein bisschen an das Treffen von Kim aus Nordkorea mit Trump. Es sind halt zwei Populisten, die eben eine Foto-Opportunity suchen und beide sehr abgeneigt sind der multilateralen Zusammenarbeit. Deshalb kommt auch nicht wahnsinnig viel dabei rüber. Klare Worte von Professor Zimmermann, dem Politikwissenschaftler, zu einem Sonntagstreffen an diesem Dienstag. Vielen Dank für das Gespräch.